Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 2017. Wir sind in der Kampagne unterwegs und ich habe gerade schon den Einsatz reinbekommen, Anschlag auf das Friedenskonzert. Wir sind hier übrigens auf der Berlin-Map unterwegs, wie man schwer erkennen kann. Und ja, wir sollen hier 7 Opfer mit Notarzt behandeln. Wir sollen Opfer mit Sanitäterteam abtransportieren, auch die 7 Stücke Brände löschen. 3 Sachen sind am Brennen. Hier sehen wir und da sehen wir, wir haben überall verletzte Personen, ganz viele, die hier noch so wild rumrennen. Und wir müssen 4 Personen mit dem Rettungshund finden. Das heißt, wir werden zuallererst mal einen Rettungshund her alarmieren. Was ich gerne noch hätte, wäre die Polizei. Ja, wenn es hier schon einen Anschlag gab, will ich auch die Polizei hier haben. Und ich sollte die vielleicht auch mal über die komplette Map verteilen, wäre vielleicht eine Überlegung. Naja, egal. Machen wir gleich noch. Ich schicke mal 6 Notärzte her, mitten rein. Zu Befehl. Plus, ich bräuchte auch mal die Feuerwehr. Ja, dass ich die vielleicht auch noch hierher schicke, dass die da löschen können. Vielleicht noch ein Rüstwagen wäre ganz gut. Dann brauchen wir, denke ich mal, ein Bergefahrzeug. Habe ich da 2 gehabt? Ja, da habe ich 2 gehabt. Sehr schön. Kann das auch mal herkommen. Ansonsten, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Rettungswagen. Die können wir erstmal hier weiter hinten parken. Bin dabei. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich die Polizei verteilen soll oder nicht, ob wir da irgendeinen Schuldigen finden oder nicht. Das ist so die Frage aktuell. Das ist so die Frage. Wir hatten aber doch schon mal hier bei dem Konzert schon mal einen Anschlag, oder? In der Kampagne, also in der Emergency 5 Kampagne oder so. Da war schon mal sowas in der Art. Na gut, ich lasse mal wieder die Zeit laufen. Ich schicke, glaube ich, auch mal ein MTW her, dass wir... Kann man hier neben parken, dann können wir den Bereich hier mal räumen, bevor hier noch mehr Leute verletzt werden durch die ganzen Flammen. Wir können nochmal 2 DLKs noch her schicken, weil die können ja löschen wie ein TLF. So, dann müssten jetzt alle Fahrzeuge herkommen, genau. Komme her. Ja, wir haben wunderschöne Musik da dudeln. Ich hoffe nicht, dass mir YouTube da irgendwelche Probleme anhängen will, weil hier irgendwelche Spielmusik dudelt. So, ich will den ganzen Bereich mal räumen. Ja, ich will den Bereich hier räumen. So, Rettungshundefahrzeug wäre da. Das kann man ein bisschen abseits parken, auf der Wiese. Da ist der, wie hieß der? Keine Ahnung, nicht Twitter, sondern irgend sowas ähnliches. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche lang keine Emergency-Kampagne mehr gespielt. Weil ich so viele Videos auf einmal aufgenommen hatte. Dass ich, ja, da nicht spielen musste. In Ordnung. So, komm. Alles, was gesund ist, wird jetzt mal nach hier hinten geführt. Bin bereit. Alles, was gesund ist, wird jetzt mal weggeführt. So, kommt mal hierher. Höre. Und du läufst mal dahin. Bin bereit. So, TLF ist da. Noch ein TLF ist da. Hat der Hund schon irgendwas gefunden? Ich frage mich gerade, wo der Hund ist. Erwarte Befehle. Ich sehe nämlich keinen. Und du willst nicht laufen, Kollege? Wenigstens läuft der eine. So, ich muss gerade mal gucken. Sind die Automatismen jetzt ein oder sind die aus? Okay, sind gerade aus. Okay, die schalten wir wieder ein. Ich weiß nicht, warum das da immer sich automatisch abändert. Ich habe keine Ahnung. So, der Hund hat was gefunden. Bin bereit. Müssen wir mit dem Kran räumen, dann kann der Hund zurückkommen. Ich habe ihn gerade zufällig gesehen da hinten. So, Brände sind gleich alle aus. Die Polizisten führen die ganzen Leute weg, finde ich gut. Ja, kein Problem. In Ordnung. Könnten theoretisch auch den ITW herholen, aber ich finde, der macht einfach viel Klickarbeit für wenig, ja, Sinnvolles. Ja. Bergefahrzeuge haben wir auf jeden Fall jetzt 2 Stück da. Haben wir irgendwo noch Notärzte frei? Haben wir. Sehr schön. Da haben wir nämlich noch eine verletzte Person. Da haben wir auch noch eine. Okay. Da haben wir jetzt gleich auch noch eine. Den Hund schicke ich wieder los. Verstand. Ich schicke den Kran gerade mal nach hinten. Feuerwehr schicke ich weg. Brauchen wir nicht mehr. Da stehen die 2 DLKs. Brauchen wir nicht mehr, wie gesagt. Können die Rettungswagen mal hier runterfahren? Mal 2 Stück. Würde ich nicht verkehrt finden. So, Rüstwagen kann auch... Mal wobei, wenn ich... Ja, den einen Rüstwagen lassen wir mal da. Den lassen wir mal da. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo... eine Person vielleicht verschüttet habe, die nur mit Kleinkram bedeckt ist quasi und die Feuerwehrmänner das so wegräumen können. Erwarte Befehle. Was geht's? Kein Problem. So, Waldi, komm mal zurück. So, ansonsten, wie sieht's aus? Notärzte habe ich hoffentlich alle aussteigen lassen. Nee, den ersten nicht. Erwarte Befehle. Bereit. Was gibt's? Dann kümmere dich mal da drum. Der Hund geht wieder auf Suche. Da hinten wird behandelt, da wird behandelt, da wird behandelt, da wird behandelt, da wird behandelt. Finde ich gut. Ja.
Bin dabei. Erwarte Befehle. In Ordnung. Da soll noch eine Person. Solange sie noch sitzen und rumzappeln, ist alles gut. Höre. Brauchen wir nicht so ernst nehmen dann. So, der Hund läuft hier hinten rum. Da haben wir das andere Bergefahrzeug stehen. Ich glaube, der findet was. Jawohl. Alles klar. Unter dem Träger. Okay. Okay. Ja, ich muss gestehen, ich habe eigentlich gerade vorgehabt, nicht Emergency aufzunehmen, sondern ich wollte eine Folge Notruf aufnehmen, aber leider, ich wollte die neue Open Beta austesten, also die Testversion. Und gerade bei der DLK, die jetzt überarbeitet wurde, die Steuerung überarbeitet wurde, ich habe einmal falsch geklickt und nichts hat mehr funktioniert. Und deswegen habe ich das abgebrochen. Werden wir uns aber dann wahrscheinlich bald anschauen, wenn das dann alles mal einigermaßen funktioniert. Nur als kleine Info, dass Notruf auch mal wieder kommt, aber dafür soll es halt richtig funktionieren. Und ja, Open Beta ist halt immer so eine Sache. Bin bereit. Aber ich habe Notruf nicht vergessen. Ich habe es auf jeden Fall im Auge. So. Nur wenn es halt nicht funktioniert, ist halt blöd. Da warten wir lieber ab, bis es funktioniert. Soll ich hier auch Fahrzeuge abschleppen? Nee, hab nur gerade gedacht hier, weil der VW-Bus liegt ein bisschen merkwürdig da. So, habe ich hier die Besatzung schon aussteigen lassen? Hab ich. Wo lauft ihr denn eigentlich rum, wenn ich mal so fragen darf? So, hier werden noch verletzte Personen behandelt, alles klar. Bin bereit. Ich weiß nicht, wo die hinlaufen. Die waren irgendwie unten, dann sind sie wieder hochgelaufen. Friedenskonzert Berlin Terror. Ich brauche dringend Hilfe. Mein Kumpel ist unter den Trümmern hier begraben. Warum sagst du dann nicht, wo er liegt? Ah, bin macht bereit. Er sogar. Das ist cool. Er hat sogar gesagt, wo er begraben liegt. Oder verschüttet liegt. Und da liegt auch noch jemand. Ja. Höre. Sofort. Da hat der Hund die Person gefunden. Auf der anderen Seite hat der Warbler hier oder nee, wie hieß es? Keine Ahnung. Hat angezeigt, wo der Kumpel liegt. Das Opfer zur Krankenstation der Basis. Alles klar. Erwarte Befehle. So. Kein Problem. Erwarte Befehle. Einmal da, einmal da. Jetzt müssen wir auch gleich wieder Rettungswagen frei haben. Genau, zwei Stück sind schon wieder frei. Ja, haben wir gar keinen Stress. Erwarte Befehle. Da haben wir doch gar keinen Stress. Kein Problem. Wird erledigt. So, ich weiß jetzt nicht, haben wir alle... Ah, wir haben alle Personen gefunden, sehr gut. Hundi, du brauchst eigentlich nicht mehr los. Du kannst direkt wieder zurückkommen. Hast du fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Ganz fein. So. Haben wir das auch erledigt? Ja, man muss Tiere auch immer mal loben. Das merkt man auch bei Charlie immer sehr. Wenn sie gelobt wird, wenn sie zum Beispiel ihr Spielzeug, also ihre Haarspange, das perfekte Katzenspielzeug, zurückbringt und man quasi wie so ein Hund mit ihr spielen kann und man sagt, dann hat sie fein gemacht oder fein gemacht, Charlie, dann freut sie sich extrem, das sieht man ihr richtig an, dann fängt sie das Grinsen an quasi und Schwanz wird hochgestellt und freut sich und streift einen dann die ganze Zeit und dann, ja, Tiere wollen auch gelobt werden, genauso wie Menschen. Bin bereit. Leider wird man viel zu selten gelobt, wenn man mal was gut macht. Wird erledigt. Verstanden. Leider wird das viel zu selten gemacht. Sofort. Was geht's? Also besonders auf der Arbeit. Auf der Arbeit ist ja immer Wunder, wenn man bin da mal gelobt wird. Das hat mich ja dann noch so gefreut gehabt, als ich quasi meinen letzten Arbeitstag hatte und mein Chef kam nochmal zu mir und hat halt gesagt, wie gut ich gearbeitet hatte und wie sehr er sich auf mich verlassen konnte. Ist dann nochmal runtergegangen wie Butter, hat einen dann so ein bisschen motiviert weiterzumachen. Ja. Da hat man sich nicht so ganz hängen lassen, sagen wir es mal so. Weil so hat man sich doch Vorwürfe gemacht, dass die Firma pleite gegangen ist. Und so hat man dann gewusst, okay, wenn der Chef zufrieden war, dann hat man doch alles anscheinend richtig gemacht. Naja. Sofort. Bin bereit. Ansonsten war so ein Lob alle 5-6 Jahre vielleicht mal zu hören. Also nebenbei mal ein bisschen. Ja, so ist das leider. So, wie viele Rettungswagen brauche ich denn noch? 3 auf jeden Fall. 3 haben wir gerade zur Verfügung. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir wahrscheinlich noch. Bin bereit. Was geht's? In Ordnung. Die wollten jetzt auch wieder in den anderen Rettungswagen reinlaufen, oder wie? Jawohl. Ah, da steht auch noch einer. Okay. Wird gemacht, kein Problem. Höre. Kein Problem. So, Feuerwehr schicke ich weg. MTW schicke ich weg. Polizisten, die können auch mal wieder einsteigen. Dann können wir die wegschicken. Höre, alles klar. Ja. War ein Anschlag, aber wir wissen nicht, wer es war. Interessiert auch anscheinend hier keinen gerade. Keine Ahnung. Erwarte Befehle. Keine Ahnung. Bin dabei. Naja, ich schicke hier langsam mal Notärzte weg, dass sich die ganze Situation hier mal wieder ein bisschen klärt. Was gibt's? Höre. Erwarte Befehle. Dann haben die Rettungswagen ein bisschen leichtere Fahrt dadurch. Erwarte Befehle.
So, der kann noch weg. Ansonsten, wo habe ich noch einen? Da habe ich noch einen. Verstanden. Der kann das Fahrzeug, kann weg. Gut, Person aufgenommen. Rettungswegen, wo seid ihr? Was geht's? Ja? Kein Problem. Steht ihr jetzt wirklich so eingekreist da, dass ihr da nicht rauskommt? Das ist natürlich super. Doch, jetzt haben sie einen Weg rausgefunden. Hatte ich nicht Rettungswagen gerufen? Oder habe ich die schon wieder weggeschickt? Anscheinend habe ich falsch geklickt. Ja, sieht so aus. 1, 2, 3, 4 Rettungswagen brauche ich noch. Ja gut, dann kann ich jetzt wenigstens alle rufen. Okay. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Hatte ich anscheinend falsch geklickt. Ja, lassen wir die Zeit gerade mal schnell laufen. Es passiert ja nichts mehr. Die sind alle schon transportfähig. Mich wundert, dass die Lichter hier noch gehen. So, wir können auch mal nach da hinten fahren, der ein oder andere. So, streitet euch drum, wen ihr aufnehmt. So, jetzt fängt es noch an zu regnen. Ja, wunderbar. Die laufen los, wissen aber nicht wohin. Sag mal, wie besoffen seid ihr denn? Ihr lauft an eurem Fahrzeug vorbei. Das ist wirklich selten dämlich, die KI hier. Na komm, steigt ihr doch einfach da, seid ihr genau dahinter und dann fahrt ihr weg und dann könnt ihr da einsteigen. Ja, perfekt. Wunderbar. So, haben wir es doch irgendwie geschafft. Ich bin mal gespannt, wie viele Missionen noch bei Emergency 2017 dabei sind. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich ja nicht spoilern, ich spiele ja die meisten Games eigentlich blind. Dennoch haben sie alle verletzten Personen behandelt und in Sicherheit gebracht. Auch wenn die Gefahr weiterhin besteht, haben sie diese Aufgabe gut gelöst. Okay. In einem Internetvideo wurde mit Anschlägen auf den Reichstag gedroht. Ermittler sehen eine konkrete Gefahr. Räumen sie umgehend das Gelände rund um den Reichstag. Sorgen Sie dafür, dass keine weiteren Personen das Einsatzgebiet betreten. Und beachten Sie mögliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wird erledigt. Okay, Hinweise aus der Bevölkerung beachten. Alles klar. Ich rechne mal. Wird gemacht. Ah, da sollen wir anscheinend die Fahrzeuge hinstellen. Oder sollen wir da. Ach, keine Ahnung. Ich rechne mal damit, dass wir den Roboter brauchen. Für die Bombenentschärfung. Okay. Weiß nicht, wollen wir sicherheitshalber die Feuerwehr gleich herrufen? Nee, oder? Nee. Da sollen wir Absperrband aufbauen. Person mit Megafon aus markierten Bereich bringen. Machen wir. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich machen wir das. Wenn die Polizei irgendwann mal ankommt, dann machen wir es so schnell wie möglich. So, Polizei kommt. Was geht's? Wird erledigt. Natürlich super geparkt, aber egal. Bin bereit. So. Erstmal Priorität 1. Personen hier wegbringen. Erwarte bis sofort. Ja, wird erledigt. Priorität 2, beziehungsweise ein Polizist könnte theoretisch hier mal Absperrband dann anbringen. Ich habe jetzt die Polizei überall hingestellt, alles gut. Wir müssen jetzt soweit laufen. So, ja, Megafon an. Problem. Und schön hier wegmarschieren. Was geht's? Bin dabei. So, er auch. Eine nach dem anderen bringt dir jetzt die Leute weg. Okay. Du läufst gerade mal hier rüber, während du dir Absperrband nimmst. Ist in Arbeit. Und platzierst das mal von da nach da. Würde ich ganz cool finden. So, er hat jetzt auch alle Leute getriggert. Sehr schön. Was du geht's? Auch, Taste I. Wird erledigt. Und dann von da bis da Absperrband. Und hier drüben müsst man genau das gleiche nochmal machen. So, da ist einmal Absperrband aufgebaut. Zu Befehl. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. So, Absperrband.
Die vier lasse ich gerade mal im Fahrzeug drin, ne? Was geht's? Fährst du bitte dahin? Danke. Erwarte Befehle. Höre. Zu Befehl. So. Dann Taste I. Okay. Einmal von da bis da. Dann haben wir es abgesperrt. Höre. Alles klar. Jetzt komme ich mit meinem Fahrzeug da nicht mehr raus. Geil geparkt. Was gibt's? Geil geparkt. Ah, ist Emergency. Backt sich schon irgendwie hier raus. Gar kein Thema. Terror in Berlin. Reichstag wird gerade abgeriegelt. Ist das nicht das Fahrzeug, das seit dem Anschlag auf das Friedenskonzert gesucht wird? Moment mal. Das da? Okay. Höre. Zu Befehl. Was gibt's? Kein Problem. Ja? Hab ich hier noch... Genau. Höre. Dich nehme ich jetzt auch mal. Sofort. Ihr steigt mal ein. Höre. Beziehungsweise der eine Polizist. Da ist der andere. Was gibt's? Verstanden. Erwarte Befehle. So, Entschärfungskommando wäre schon mal da. Polizei wäre auch vor Ort. Was soll ich machen? Was gibt's? Ich kann damit nichts machen. Muss ich es abschleppen? Komm, wir schleppen es einfach ab. Fahrzeug mit Polizeihund durchsuchen steht da oben rechts. Den habe ich natürlich jetzt nicht da. Dafür alles andere. Das ist natürlich gut. So, kannst du da irgendwie rausfahren? Jetzt nicht mehr so ganz, gell? Ah, komm, findest schon einen Weg, oder? Wir sind hier in Emergency unterwegs. Wie, du findest doch nicht raus? Upsi. Ja, komm, ich wusste doch. Ich wusste doch. Emergency. So, gleich müsste das Hundefahrzeug da sein. Das A-Team ist auch schon da. Ich kann den Roboter mal in die Nähe fahren. Okay, Abschlepper wäre da. Wir können das Fahrzeug schnell abschleppen und wegbringen. Okay, Polizeihund ist auch da. Sehr schön. Sehr gut. So, viel Spaß, Waldi. Okay. Möge die Macht mit dir sein. Und möge die Bombe in dem Moment nicht hochgehen. Da ist 100 Pro eine Bombe drin. 100 Pro. In dem verdächtigen Fahrzeug wurde eine Bombe gefunden. Wir sollten diese so schnell wie möglich entschärfen und dann die Terroristen suchen. Ja. Bin bereit. Okay. Wir suchen. Polizei steht bereit. Jedenfalls das Fahrzeug. Du bist doch jetzt nicht ernsthaft da schon wieder reingefahren. Oh, Gottes Willen. Ja. Oh Mann. So, Bombe ist entschärft. Terroristen mit SEK-Drohne aufspüren. SEK-Drohne war das da. Dann machen wir wieder Trick 17. Bleiben wir einfach beim Emergency-Hauptquartier. Kein Problem. Und dann machen wir uns auf Terroristenjagd. Höre. Bin dabei. Ich würde jetzt schon mal Fahrzeuge losschicken, komplett über die Map verteilt, um die Leute abfangen zu können. Wir werden dann schon sehen, ob das passt oder nicht. Erwarte Befehle. Bin dabei. Höre. Sofort. Jawohl. Okay, die Drohne fliegt aber irgendwo hier hinten hin, oder? Oh, zwei Stück. Zwei Stück, da passt das mit dem MTW ganz gut. Okay. Das sind gleich die zwei Stück. Hab ich hier jetzt noch... Ja, ich hab das Fahrzeug hier, das extrem dämlich ist. Höre. Zu Befehl. Höre. Komm, die fangen wir hier richtig schön ab. In Ordnung. Die fangen wir richtig schön ab. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Höre. Jawohl. Ist in Arbeit. Bin bereit. Kein Problem. Bin dabei. Höre. Zu Befehl. Zu Befehl. Höre. Jawohl. Und sogar ohne Gegenwehr. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Das war doch gut.
Das war doch super. Ja, wird gemacht. Ja, zu Befehl. Erwarte Befehle. Das war ja easy. Kann man machen. Verstanden. Erwarte Befehle. Wird erledigt. So, was macht unser dämliches Fahrzeug, was schon mal frei war, dann wieder da reingefahren ist und jetzt wieder nicht, wie auch immer er da hochgekommen ist? Komm, fahr mal darüber. Der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Ah, hätte ja klappen können. Ja, Rückwärtsgang geht immer. Zu schön, zu schön. Was geht's? Okay. Können wir das wegbringen? Das kann weg. Okay. Die Bombe lassen wir liegen für den nächsten. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Die Drohne ist auch wieder gelandet, oder? Müsste. Sieht so aus. So, Fahrzeug ist weg. Da sind die zwei Terroristen. Im Schatten der Kuppel abgeschlossen. Schwarzes Bild. Und nochmal schwarzes Bild. In der Berliner Innenstadt hat sich eine Explosion in einem Linienbus ereignet. Wir müssen von einem Terroranschlag ausgehen. Versorgen Sie verletzte Personen und achten Sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gerade am Bahnhof in Berlin. Hier ist ein Bus beim Abfahren explodiert. Rettungskräfte sind schon von Weitem zu hören. Weiterer Anschlag in Berlin? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ist in Arbeit. Ja, kann schon sein. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was brauchen wir denn? Na komm. Ja, wir nehmen einfach mal 6. Notärzte, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Rüstwagen. Habe ich auch schon hergerufen, brauche ich gar nicht mehr. 6 Rettungswagen, die parken wir wieder so ein bisschen außerhalb. Wir brauchen auf jeden Fall auch Abschlepper, oder? Genau, 4 Stück brauchen wir da. Können wir hier hin. Wir rufen auch mal die Polizei hierher. Da wieder auf Hinweise von der Bevölkerung achten sollen, würde ich auch wieder ein paar Streifenwagen hier verteilen, falls wir wieder die Täter irgendwie ausfindig machen. Stelle ich mich hier schon mal überall bereit, quasi für den Zugriff. Oben schicken wir mal ein MTW hin. Jawohl. Können ja hier unten nochmal so ein MTW hinschicken. Ist in Arbeit. So, und vielleicht auch nochmal ein Fahrzeug hier mittendrin. Bin dabei. So. Höre. Die Feuerwehr wäre vor Ort. Zu Befehl. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. Jawohl. Was gibt's? Höre. Höre. So, Taste U. Gerade mal die ganzen Personen rausschneiden zuallererst. Erwarte Befehle. Wenn möglich. Da ist möglich. Da ist nicht möglich. Gut, Notärzte haben wir jetzt auch genug da. Ja, sofort. Höre. Ist in Arbeit. Höre. Alles klar. Dann stehen da schon die ganzen Rettungswagen. Sehr schön. So, Polizei, lassen wir gerade mal im Fahrzeug. Schießerei auf Museumsinsel in Berlin. Wir haben uns versteckt. Hoffe, die entdecken uns nicht. Terror in Berlin. Ja, super. Ah, Gott. Wie viele Täter sind das denn? 1, 2, 3, 4? Und ganz... Halleluja, da komme ich mit 2 Personen nicht wirklich mit aus. Dann schicken wir gerade mal den MTW hierher. Plus, ich würde gerne das SEK-Hubschrauberchen hierher bringen. So schnell wie möglich. Und dann pusten wir die so schnell wie möglich weg. Ich schicke nochmal Polizeiverstärkung hierher. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch Rettungshelikopter. Weil bis ich da bin, werden die schon einige umgepustet haben. Das ist natürlich nicht so geil. Erwarte Befehle. Ja, wird gemacht. Bin bereit. Ja, zu Befehl. Jawohl. Höre. Ja. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Die laufen sogar weiter. Ach Gott, die pusten ja alles um. Gott, die pusten ja alles um. Ich weiß nicht, wo ich die abfangen soll. Bin dabei. Okay, der erste Streifenwagen wäre da. Sie trennen sich jetzt auf. Ach du Kacke.
und haben sich jetzt da hinten platziert. Okay, dann gibt's jetzt Krieg. Dann ziehen wir mit denen jetzt in den Krieg. Höre. Bin bereit. Rüstet euch aus, Leute. Wir machen jetzt ein bisschen... Erwarte Befehle. Wir machen jetzt ein bisschen Gegenwehr. Was gibt's? Erwarte Befehle. So, rüstet euch mal. Ja, ich will den Hubschrauber nicht. Geh weg. So, Taste R. Alles klar. Bin bereit. Also zwei Stück pusten wir auf jeden Fall um. Erwarte Befehle. Verstanden. Habe ich so beschlossen. Erwarte Befehle. Zwei Jawohl. Pusten wir um. So, den und Bin den. Bin dabei. Die anderen Erwarte versuchen Befehle. Mal friedlicher zu klären. Bin dabei. Wir schmeißen einfach 10 Blendgranaten hin. Sofort. Okay. Bin bereit. Okay. Was gibt's? Achtung, eine Einsatzkraft wird angegriffen. So, die 10 Blendgranaten fliegen gerade. Sofort. Verstanden. So. Ja gut. Dann wird es jetzt Zeit hier. ITW brauchen wir auch. Bin dabei. Wo ist der andere Rettungshubschrauber? Der ist hier. Gut, dann lande mal da. So, jetzt muss ich gerade mal zu dem anderen Einsatz springen. Und muss mal schauen, dass ich Notärzte wegkrieg. Erwarte Befehl. Wird gemacht. Alles klar. Bin bereit. Zu Befehl. Und zwei Rettungswagen können wir da hinfahren. Höre. Wird gemacht. Die angeschossenen Personen, die werden ganz schön hart verletzt sein. Da brauche ich Ärzte. Höre. So schnell wie möglich. In Ordnung. Bin bereit. Jawohl. Die Stelle ist Erwarte für uns nicht Befehle. Erreichbar. Wird erledigt. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Wird erledigt. ITW kommt oder müsste kommen. Erwarte Befehle. Der eine Notarzt, den schicken wir gerade mal auch hierher. Bin dabei. Ach komm, so stehst du perfekt. Bleib so. Verstanden. Kann bestimmt jetzt wieder sich nicht ausbreiten. In Ordnung. Bin dabei. Ja. In Ordnung. Das war so klar. Ja. Ist egal, Hauptsache der Notarzt ist erstmal draußen. Ah, wo sind wir denn? Da sind wir. Da sind wir. Ja, zu Befehl. Bin dabei. Ja, okay. Was in gibt's? Ordnung. Bin bereit. Ist in Arbeit. Bin bereit. Bin dabei. Höre. Verstanden. Erwarte Befehle. Okay. Was gibt's? Ist in Arbeit. Bin bereit. Kein Problem. Höre. Wird gemacht. So. Bin bereit. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Richtig beschissen, ehrlich gesagt, Alles aber gut. Klar. So, Höre. Notarzt ist da, ein weiterer. Ja. Der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen. Und noch ein Notarzt ist da. Bin bereit. Viele, viele Verletzte. Viele, viele Verletzte. Erwarte Befehle. Verstanden. Zu Befehl. Aber es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Noch schlimmer. Ist alles gut. So. Alles klar. Wie sieht's hier aus? Da hätten wir noch einen Notarzt. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Ja. Höre. Der Rettungstransportwagen bringt das kein Problem zur Krankenstation in der Basis. Finde ich gut. Bin bereit. Was geht's? Verstanden. Ja. Höre. Ja, bin bereit. Okay, da sind auch Notärzte drin, die kann ich auch mal hier hinschicken. Brauchen wir noch einige. Okay. Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin bereit. Verstanden. Was geht's? Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Höre. Was geht erledigt? Erwarte Befehle. Bin dabei. Was geht's? Ja? So, dann haben wir das gleich geklärt hier an der Stelle. An der Stelle ist natürlich noch harte Höre. Notarztarbeit gefordert. Die Terroristen will ich eigentlich zuletzt versorgen, aber gut, er ist schon dran. Die haben es einfach nicht verdient. Die haben es nicht verdient. Wir brauchen ja auch noch zwei Abschlepper. Hat zwar noch ein bisschen Zeit, aber kann ich ja trotzdem schon mal herschicken. Okay, ja, zu Befehl. So, ihr könnt auch mal in den Hubschrauber springen. Zu Befehl. So, weiterer Notarzt angekommen. Wird erledigt. Kümmere dich mal um die Frau, Jawohl. Die ist wichtiger. Höre. Ich glaube, dann haben wir die Situation aber auch soweit unter Kontrolle. Ja. Der eine Hubschrauber ist schon wieder weggeflogen, ohne Notarzt. Der andere Erwarte fliegt jetzt Befehle. Ohne Notarzt weg. Sehr schön. Erwarte Na gut, Befehle. Ihr könnt weg. Brauche ich nicht mehr.
sah schlimmer aus, als er am Ende geworden ist. Erwarte Befehle. Höre. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Befehle. Wird gemacht. Vielen Verletzten. Ich habe gedacht, ja, kriegen wir Probleme. Es sind 13 Verletzte insgesamt jetzt gewesen bei den zwei Unfällen. Bei den zwei Anschlägen natürlich. Hier habe ich einen Rettungswagen zu viel. Warum das? Habe ich da irgendwie falsch gezählt? Oder falsch nach Gefühl Fahrzeuge hingeschickt? Erwarte Befehle dabei. Was gibt's? In Ordnung. Das wäre jetzt was, wenn hier noch eine Bombe hochgeht bei den zwei Fahrzeugen. Zum Glück nicht. So, ansonsten hier sind die Personen behandelt. Erwarte, ja, Befehle. Die sind versorgt. Das ist gut. Das NEF kann auch weg. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Ist in Arbeit. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Jawohl, das läuft. Höre. Ja, alles klar. Bin bereit. In Ordnung. So, NEF fährt weg. Nächstes NEF fährt weg. Bin bereit. Jawohl. Das kann auch gleich weg. Die Abschlepper machen wieder merkwürdige Dinge. Das kennen wir aber so mittlerweile. Wie viel Platz hat denn der ITW noch? Der hätte noch ein bisschen Platz. Kann ich mit dem Rettungswagen dahinter fahren? Bin bereit. Ich frage mich, wo die jetzt wieder rumlaufen. Ey. Die sind hier, die haben hier gestanden. Die sind jetzt hier komplett einen Bogen gelaufen, laufen jetzt hier den Bogen, um da hinzukommen. Das ist einfach Wahnsinn, was die immer laufen. Darf man nicht drauf achten. Mache ich aber jedes Mal, weil es ist einfach so selten dämlich, was die da machen. Aber naja, Emergency KI, kann man nicht anders sagen. So, macht ihr was? Ihr macht was. Sehr gut. Ihr seid auch endlich mal angekommen. Wahnsinn. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Können wir erstmal den ITW vollpacken mit beiden Leuten. Erwarte Befehle. Oder komm, nee, fahrt mal mit dem Rettungswagen weg. Was soll's. So, ich lasse die Zeit gerade mal ein bisschen schneller laufen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Erwarte Befehle. Da haben wir noch für drei Personen Platz. Drei Personen. Sofort. Brauchen wir noch einen Rettungswagen. Bin dabei. Okay, da sind wir eigentlich durch. Bin bereit. Ja. Erwarte Befehle. Was gibt's? Alles klar. So, wir helfen jetzt doch erstmal dem ITW. Ich will den jetzt auch nicht umparken, weil hier geht er wahrscheinlich wieder nicht aufhalten und so weiter und so fort. Nein, nee. So haben wir wenigstens zwei, die Personen durch die Gegend tragen in, ja, Schneckengeschwindigkeit. Dauert ein bisschen länger. Ja. SEK okay. Kann ich aber schon mal wegschicken, da ist die Straße dann wieder frei. Geil gelandet übrigens. Unter der Brücke. Ja, wer kann, der kann. Bin bereit. So, zum komm. Befehl. Findet ja, einen Weg. Wo laufen die mal lang? So, eine Person passt hier noch rein. Eine Person muss im Rettungswagen transportiert werden. Ich kann da nicht hingucken. Ach ja. Was gibt's? So, komm, macht die Karre voll und ihr. Ich brauche noch zwei. Ja, wobei ich lasse es einfach. Ich schicke jetzt keine zwei leeren NEFC her, weil die sind eh gleich weg. Wird erledigt. Die Arbeit lohnt sich nicht. Die Arbeit lohnt sich nicht. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Da sind aber drei Notärzte. Warum sind da drei? Habe ich einen NEF irgendwie? Ah, ITW ist gerade auch ohne Notarzt weggefahren. Schöne Straßenbahn. Ex-schöne Straßenbahn. Oh Mann. Entschuldigung. Es wurde eine schmutzige Bombe in der Innenstadt gezündet. Ach komm, hört mir auf mit schmutziger Bombe. Guckt euch mal die Liste hier rechts an. Wir sollten schnellstmöglich alle verletzten Personen aus dem kontaminierten Bereich retten, versorgen und die ausgebrochenen Feuer löschen.
Ach komm, hört doch auf. Das Geile ist ja, Terroristen festnehmen, ausschalten und abtransportieren ist schon abgeschlossen. Straftäter mit Sanitäterteam abtransportieren ist schon abgeschlossen. Ach, das... Ah, das sind quasi die vom alten Einsatz anscheinend noch. Zugtüren aufschneiden, Personen aus Tram retten, Personen dekontaminieren, Strecke mit Ingenieur am Schaltkasten stilllegen, Baum zersägen. Baum auch? Welcher Baum? Der hier so schräg hängt, oder wie? Warum schmutzig? Muss doch nicht schmutzig sein. Stark verschüttete Opfer mit Bergefahrzeug befreien, verschüttete Opfer befreien. Ah, Gott, wo fangen wir da an? Opfer mit Notarzt behandeln, 31 Verletzte hatten wir dann insgesamt. Das sind jetzt viel zu viele. Ach du Kacke, wo fangen wir da an? Jetzt habe ich natürlich noch die Notärzte hier drüben stehen, oder? Ja, das war so klar. Wenn ich jetzt einen Hubschrauber rufe, habe ich die Notärzte nicht mit dabei. Normalerweise ist es ja immer unabhängig voneinander, aber jetzt hier in dem Fall... Geil. Na gut, wo fangen wir denn an? Wir fangen erstmal an, wir brauchen auf jeden Fall TLS. Wir müssen erstmal die Brände löschen, damit wir die ganzen dekontaminierten Personen behandeln können. Beziehungsweise, hier ist nichts ausgetreten. Die Bombe ist hochgegangen, alles sind verseucht, danach kommt nichts mehr. Wir brauchen das Dekontaminationsfahrzeug. Wir brauchen auf jeden Fall Rüstwagen. Ja, ich hole mal 3, 4 Stück brauchen wir nicht. Drehleiter holen wir auch, damit wir die Brände schneller in den Griff kriegen. Wir brauchen dann auf jeden Fall die Notärzte. Verstanden. Wenn ich einen Hubschrauber hole, fehlen die Notärzte, genau. Ich kann die ganz schnell jetzt mal da hinten zwischenlanden lassen, die Notärzte einsteigen lassen und dann kommen die hergefahren. Beim ITW genau das gleiche. ITW, kein Notarzt dabei. Der soll jetzt auch mal schnell hierher gefahren kommen und der Notarzt reinspringen. Oh Mann, da verlässt man sich einmal auf die Spielmechanik vom Spiel und jedes Mal kriege ich irgendwie einen Stinkefinger gezeigt, wenn ich das mache. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Wir brauchen auf jeden Fall den Rettungshund, fällt mir gerade auf. Den Rettungshund brauchen wir, weil wir stark verschüttete Personen suchen müssen, gehe ich mal davon aus, oder so. Wir brauchen den Ingenieur, weil wir ja die Starkstromleitung hier oben quasi ausschalten müssen. Oh Gott, wir brauchen... Warum ist hier eigentlich so ein Stau? Keine Ahnung. Was brauchen wir noch? Wir haben den Rettungshund, wir haben Ingenieur. Bergungshelikopter brauchen wir wahrscheinlich eher weniger. Na komm, ich hole auch noch den letzten Rüstwagen. Verstanden. So, dann beginnen wir mal die ganze Sache. Die schöne Tram. Was gibt's? Zu Befehl. So, die 2 Rettungshubschrauber kommen. Ich schicke die jetzt schon mal, beziehungsweise einen lasse ich schon mal landen. Einer landet hier. Erledigt. Der dahinter landet da. So, dann lass die Notärzte einsteigen. Der ITW kommt auch. So, Notärzte sind da. Dekon ist auch da. Ingenieur ist da. Kein Problem. Was gibt's? Bin dabei. Ingenieur ist da. Die schöne Tram. Die Spielentwickler hier haben auf jeden Fall was gegen Trams und gegen Züge. Okay. Ja. Jawohl. Erwarte Befehle. Ja. So, die DLKs so nutzen wir jetzt gerade auch mal zum Löschen. Ah, da sind auch noch Bäume umgekippt. Bin bereit. Ja gut. Ja, wir müssen ja irgendwann mal anfangen, hier die Leute zu dekontaminieren. Ja. Was Berge, Bergekräne brauchen wir noch. Die habe ich vergessen. Brauchen Alles wir auf, je, auf jeden Fall noch. So, jetzt will ich gerade mal gucken. Ich stopp gerade mal die Zeit. Hier drüben, Notärzte. Einer da, einer da und einer im ITW. Sonst kriegen wir Ärger. So, Stromleitung müsste ausgeknipst sein. Wir können also theoretisch hier aussteigen und können die Personen befreien. Ich fange jetzt schon mal an, die ersten Personen einzusammeln. So ist halt, wir haben nur das eine Dekon. Weil ich weiß, haben wir nur das eine Dekon. Ja, wir haben nur das eine. Das ist natürlich doof. So, DLKs löschen. Bin bereit. Ihr rüstet euch mal aus. Damit, okay, meine Feuerwehrleute sind verseucht. Kacke! Ich habe gedacht, hier verteilt sich nichts weiter. Sieht nicht ganz... Ja, okay, wenn man näher dran zoomt, sieht man, dass es eine andere Farbe hat. Oder sieht man noch mehr, dass es eine andere Farbe hat. Ja. Okay.
Okay. Dass der Rauch eine andere Farbe hat, sagen wir es so. Was gibt's? Bin dabei. Terror in Berlin. Offenbar eine Bombe im Zentrum von Berlin. Einsatzkräfte regeln weiter die Innenstadt ab. Warum brennt denn das hier drüben? Wenn ich so fragen darf. Ist mir gar nicht aufgefallen. Bin bereit, nicht rumlaufen, Feuerwehrmann. Dich brauche ich noch. Was gibt's? Jawohl, bring die Person mal dahin. Hier hinten sind alle verseucht. Was gibt's? Bin bereit. Erwarte, ich hab gar nicht gesehen, dass es hier hinten auch brennt. Warum, wieso, weshalb? Erwarte Befehle. Wird erledigt. Dämm mal die Ausbreitung ein. Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin dabei. Irgendwie, nee, doch, passt. Hab schon gedacht. So, ich kann nicht ganz so viel machen, gerade, ehrlich gesagt. Höre. Was geht's? Alles klar. Klar, ich kann hier die Leute befreien, ja, da fange ich ja schon mal mit an. Wo habe ich denn den Rettungshund hingeschickt? Da habe ich wieder falsch geklickt. Ein Feuerwehrmann befindet sich in Gefahr. Wo habe ich denn den Rettungshund hingeschickt? Die Einheit dazu. Hä? Sag mal, bin ich blind? Da. Bin bereit. Da habe ich die. Na gut, kann ich aber jetzt auch noch nicht rausschicken. Ich weiß nicht, ob der Hund dann irgendwie den Schlag wegkriegt. Höre. So, die Tram ist auf jeden Fall gelöscht. Kein Problem. Bin bereit. Ja. Ja. Dann dürfte jetzt eigentlich... Ich sehe keinen gelben Qualm mehr. Was geht's? Höre. Dann fangt mal an. Verstanden. Kein Problem. Dann legen wir jetzt mal richtig los, oder? Was geht? Wird erledigt. So. Ja. Jetzt legen wir richtig los. Warum brennt es jetzt hier drüben auf einmal? Das ist doch auch erst neu. Was geht's? Wird gemacht. Seit wann brennt es hier hinten? Ich habe doch, als ich die Fahrzeuge gerufen habe, hat hier nichts gebrannt. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Und jetzt auf was einmal alles Arbeit? Am Brennen. Höre. Verstanden. Das ist doch kacke. Bin bereit. Ach, Mann. Bin bereit. Höre. Ja, komm, fangt mal an zu löschen. Ist mir egal. Wo, sondern Hauptsache, es wird gelöscht und es breitet sich nicht weiter aus. Es, hoffentlich breitet sich nicht weiter aus. Das ist das Wichtigste. So, wo sind denn meine ganzen Leute von Dekon hin? Bin dabei. Ja? Ja? Das Fahrzeug da muss auch weg. Da liegt noch eine Person drunter. Wir haben... Verstanden. Ich müsste erstmal meine Feuerwehrleute retten. Bin bereit. Höre. Dass ich die wieder benutzen kann. Was geht's? Eingesperrte Person in der Tram. Wird erledigt. So. Ihr alle kommt jetzt mal zum anderen Unfall, beziehungsweise zum anderen Anschlagsort. Okay, ich lasse mal den Hund laufen. Okay, die löschen fleißig. Hier, die Fahrzeuge können jetzt mal hier rüberkommen. DLK auch. Ist in Arbeit. Die DLK auch, das TLF auch. In Ordnung. Okay. Wird erledigt. So. Höre. Höre. Erwarte Befehle. Höre. Wird erledigt. Was geht? Okay. Erwarte Befehle. Bin bereit. Erwarte Befehle. Ja. Das ist viel zu viel für einen Dekon. Höre. Jawohl, ja. Viel zu viel für einen Dekon. Okay, Hubschrauber in Hubschrauber geparkt. Finde ich geil. Verstanden. Bin bereit. Kann man machen, muss man aber nicht. So, die eine DLK, die kann auch mal hier rüber. In Ordnung. Dass wir das alles mal gelöscht kriegen. Da ist auch noch jemand unter einer Tür verschüttet. Das ist auch nicht so fein. Erwarte Befehle. Das ist sehr chaotisch hier. Kein Problem. Was geht's? Okay, der eine von Dekon hat die Tür da runtergeräumt von der Frau, das ist auch schon mal gut. Bin bereit. So, meine Feuerwehrleute kann ich jetzt hier auch nutzen. Kein Problem. Bin bereit. Zu Befehl. Beziehungsweise, nimm dir mal die Kettensäge, die brauchen wir glaube ich auch. So, Rettungswagen oder Rettungswegen kommen auch. So, wo ist denn der Hund? Hat jemand den Hund gesehen? Hat jemand den Hund gesehen? Der läuft da rum. Okay. Erwarte Befehle. Was geht? Bin dabei. Erwarte Befehle. Die ist nicht verstrahlt, die Person ist verstrahlt. Komm. Feuerwehrmännchen.
Dich will ich auch noch retten. Okay, ja, die Tür weggeräumt, lässt aber die Frau da liegen. Guter Mann. Oh Mann. Jawohl. Erwarte Befehle. Kettensäge. Ich muss, soll ja irgendwelche Bäume wegräumen. Ich weiß aber noch nicht so genau welche. Den hier könnte ich mir vorstellen. Erwarte Befehle. David gerade befreit. Okay, die sind jetzt mittlerweile alle umgekippt. Erwarte Befehle. Nicht so schön. Nicht so schön. Zu Befehl. Höre. Ja? Es ist halt auch schon wirklich schwierig, mit einem Dekon das alles durchzuziehen. Bin bereit. Ja? Hab da nun mal nur drei Leute, Verstand. Die ständig ins Fahrzeug rennen und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Und es geht halt nicht ganz so schnell dann. Der Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hund noch irgendwo eine Person gefunden hat. Ich glaube nicht. Was geht's? Ich kann aber hier mal anfangen, Personen wegzuräumen. Dann habe ich da auch ein bisschen mehr Überblick. Bin bereit. Da ist auch noch eine Person eingesperrt im Fahrzeug, eingeklemmt. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Höre. So, da steht einer rum, läuft nicht zum Dekon zurück. Da müssen wir hier auch mal anfangen. Okay, da habe ich auch schon eine Person. Ja. Okay. Sieht jemand wieder den Hund? Ich sehe nicht. Doch, er ist hier hinten. Erwarte Befehle. Gut, da ist aber schon eine Person befreit. Das ist ein Einsatz. Da wird gerade jemand rausgeschnitten. Hier, das sieht alles soweit gut aus. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Was geht's? Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Notärzte, ihr werdet da gebraucht. Erwarte Befehle. Sofort. Wo steht denn der ITW? Der steht da. Auf der Gleise. Sehr geil geparkt. Wird gemacht. Ja. Erwarte Befehle. Jawohl. Sehr geil geparkt. Was geht? Sind dabei. Was gibt's? Zu Befehl. Höre. Okay. Die Höre. Notärzte von den Hubschraubern, die können auch mal was machen. Zu Befehl. Ja. Die ineinander geparkten Rettungshubschrauber, nicht Notärzte. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Höre. Wo sind denn die anderen Dekontypen? Dekontypis, wo seid ihr? Da steht einer, der andere steht auch da, okay. Ja, wir müssten dann gleich mal umparken mit dem Dekon. Ja. Ja. Weil hier haben wir ganz viele noch, auf der anderen Seite auch. Ah, nicht gut, das sind echt verdammt viele. Erwarte Befehle. In Ordnung. Erwarte Befehle. Bin bereit. Höre. Wird erledigt. Das sind echt verdammt viele noch. Höre. Ja. Bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. Und halt mit drei Leuten jetzt so viele die ganze Zeit da hin und her tragen, das ist halt... Wird gemacht. Nicht einfach. Höre. Bin bereit. Jawohl. So, ich glaube, der Hund findet aber keine Personen mehr, oder? Ich sehe auch, lese auch nichts mehr davon. Nee, nur noch wirklich die ganzen Leute dekontaminieren und behandeln. Oder transportfähig machen, sagen wir es mal eher so. Erwarte Befehle. Ja? Sofort. Was geht's? So, wo haben wir noch Verletzte? Da ist der schon behandelt. Behandelt. Da sieht schlecht aus da drüben. Was gibt's? Okay. Person, die wir rausgeschnitten haben, sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Ist in Arbeit. Wird erledigt. Müssen noch ganz viele Fahrzeugwracks abgeschleppt werden. Da werden wir auch schon mal anfangen, so langsam nebenbei. Wird erledigt, ja? Was geht's? Der kann auch weg. Höre. Bin dabei. Bin dabei. Was geht's? Bin bereit. Wird erledigt. Höre. Sofort.
Höre. Alles klar. Höre. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Kein Problem. Ja, bringt ihr mal die Person weg. Fangt mal an langsam damit. Die Hubschrauber sind schon weggeflogen, die ineinander stehen. Okay, die Person lebt nicht mehr. Was geht's? Ja, also aber bei so vielen Verletzten ist es noch ein Okay-Schnitt, wenn das bei der einen Person bleibt. Sagen wir es mal so. Auch wenn es wieder ein bisschen hart klingt, aber... Bin dabei. Ja. Ihr wisst, wie ich es meine. Wird gemacht. Bei so einem großen Anschlag mit so vielen verletzten Personen, wenn da nur eine Person bei gestorben ist, ist es noch okay. Bin dabei. Ja. Bin dabei. Bin bereit. Ja. Kein Problem. Auch wenn natürlich da jede einzelne Person zu viel ist. Was gibt's? Muss man ja auch sagen. Erwarte Befehl. So, ihr habt hier Versammlung. Bin bereit. Bin bereit. Was gibt's? Bin bereit. Bin bereit. Erwarte Befehle. Ja, höre. Ja. Ja. So, wo sind noch Dekon-Leute? Hier. Ist in Arbeit. Du, da rein. Du. Ja. Da Person nehmen. Oder die Frau endlich mal. Bin bereit. Was geht's? Wird erledigt. Erwarte Befehle. Alles klar. Was geht's? Jawohl. Was geht's? Okay. So. Was gibt's? Da können auch nochmal drei einsteigen. Ja, wird erledigt. Anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Erwarte Befehle. Ja. ITW hat auch schon wieder drei Personen aufgenommen. Ja. Wird gemacht. Höre. Okay. Erwarte Kein Befehle. Problem. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ja. Verstanden. Was geht's? Ist in Arbeit. Höre. Wird erledigt. Tja. Erwarte Befehle. Anstrengend. Okay. Jetzt weiß man auch, warum hier so viele Hydranten stehen. Wegen dem Einsatz. Was geht's? Erwarte Befehle. Sofort. So, die Person noch. Wird erledigt. Bin bereit. Irgendwo läuft wieder ein Sunny-Team rum und die gehören hier dazu und spazieren wieder sonst wohin. Eieiei. Ich hol grad nochmal ein paar. Wir brauchen nämlich noch einige. Bin bereit. So, das ist aber, glaube ich, jetzt die letzte Person, die dekontaminiert werden muss. Dann haben wir es geschafft. Ja. Würde ich sagen. Es sind aber noch 19 Personen, die abtransportiert werden müssen. Bin bereit. Verstanden. Was ein Einsatz. Die Stelle ist erwarte Befehl erreichbar. Bin bereit. Sofort. Wir auswählen, um uns zu platzieren. So, ich suche noch einen Rüstwagen, wo die anderen drei Leute reinkommen. Habe ich den außerdem weggeschickt, leer, oder wo habe ich den geparkt? Ich habe keine Ahnung. Egal. Was gibt's? Erwarte Befehl. Was geht's? Ja, bin bereit. Ist in Arbeit. Erwarte Befehl. Kein Problem. Höre. Einer kann mal darüber fahren, der andere kann mal hier hinkommen. Abschlepper brauchen wir auch noch. Wie viel brauchen wir denn noch? 1, 2, 3. Ich glaube 3. In Ordnung. 1, 2, 3. Sonst sehe ich keine mehr, außer natürlich die Tram, aber die Tram kann ich nicht abschleppen. Was gibt's? Bin bereit. Ich kann aber schon mal anfangen, hier so ein paar Notärzte auszusortieren. Ja. Wird erledigt. Bin bereit. Bin dabei. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ich hole hier auch mal die letzten drei Feuerwehrleute ab. Nicht, dass jetzt gleich dann nochmal ein großer Einsatz kommt und ich habe keine Feuerwehrleute da. Ist in Arbeit.
Erwarte Befehle. Alles klar. Bin bereit. Sofort. Ja? Na komm, wenn du schon da hinten stehst, kannst du das Fahrzeug aufladen. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen. Höre, bin dabei. Höre. So, ich suche gerade die Leute vom Dekon. Da habe ich noch eine Person. Und da steht noch einer. Sofort. Komm, du wirst doch da hinfahren können und es aufladen. Bin bereit. Boah, das ist ja ein richtiges Loch hier im Boden gerissen, sich ja jetzt erst. Nicht verkehrt, nicht schlecht. So, sind alle drei drinnen? Sind alle drei drinnen, sehr gut. David abgeschleppt, David nicht abgeschleppt. Ist in Arbeit. So, Rüstwagen wäre da. Ich hab hier kein weiteres, nö. Habe ich aussehen anscheinend leer weggeschickt. Wird erledigt. Höre, kein Problem. So, einmal zurück. Einmal zurück. Alles klar, was geht's? Was gibt's? Zu Befehl. Zu Befehl. Ja, die Hubschrauber sind natürlich wieder ohne Notarzt weggeflogen, so gehe ich mal davon aus. Ja, natürlich. Dann können die gerade nochmal herkommen, die Notärzte wieder mitnehmen. Nicht, dass es dann gleich wieder schwarzes Bild, weißes Bild, schwarzes Bild und zack, neuer Einsatz und wir haben keine Notärzte mehr. Nee, brauche ich nicht nochmal. ITW ist auch wieder weg, auch wieder ohne Notarzt. Sehr schön. Oh Mann. Okay. Kann ich also gerade auch nochmal holen und ohne Notarzt, dass der Notarzt wieder mitfahren kann. Dabei. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation zur Basis. Höre. Höre. Naja, dann können die Hubschrauber auch gerade nochmal Personen mitnehmen. Bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. Hier ist pures Chaos. Sie wollen alle wegfahren, aber kein Platz anscheinend. Ja, jetzt durch den Hubschrauber sowieso nicht. So, steigt mal einer ein. Was geht in Ordnung? Ja, jawohl, höre. Kein Problem. Ja, in Ordnung. Höre, wird gemacht. Hier kann auch mal einer einsteigen. Sofort. Ja. Okay. Bin bereit. Was gibt's? Was gibt's? So, und der kann damit. Sofort. Höre. Erwarte Befehle. Erwarte ja, irgendwie fahren die da gerade nicht weg. Ich weiß nicht warum. Was geht's? Kein Problem. Die Ampel zeigt die ganze Zeit rot an und die fahren ja aber natürlich bei rot nicht. Hier, das eine Fahrzeug ist verbuggt, deswegen löst sich der Verkehrsstau da hinten nicht auf. Was geht's? Auch ein bisschen doof. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. ITW schicke ich jetzt gerade weg. Das dauert so lange, bis das einen ausgeladen ist. Da habe ich 10 Rettungswagen in der Zeit hierher geschickt und es muss nicht sein. Höre. Was gibt's? Jawohl. Erwarte Befehle. Höre. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Höre. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Ich weiß nicht, wo ihr rumläuft. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ihr macht auf jeden Fall merkwürdige Dinge. So, der Hubschrauber hebt ab. Person an Bord. Notarzt auch an Bord. Erwarte Befehle. Bin bereit. In Ordnung. Ah, ich brauche da hinten noch einen Rettungswagen. Für die verstorbene Person. Die muss ja auch weg. So, die heben ab. Was gibt's? Die gehen weg. Wird erledigt. Höre. Wird erledigt. Höre. Sofort. Bin bereit. Ja. Was geht's? Verstanden. Wird ja niemand zurückgelassen. Was geht's? So. Zu Befehl? Ich habe auch am Anfang echt nicht gesehen, dass es hier brennt und dass es da drüben brennt. Ich habe vorher gesucht, aber habe das nicht gesehen. So, haben wir jetzt alles. Fahrzeugwracks sollten eigentlich auch alle abgeschleppt sein, aber die haben hier Probleme, weil sie nicht über die rote Ampel fahren. Deswegen muss ich gerade mal nachhelfen. Alles so, klar. Jetzt sollte er eigentlich fahren, genauso wie er. Jawohl. Was geht gemacht? Dann haben wir das eigentlich geschafft. Die ganzen Notärzte fahren gerade auch nicht weg und der Rüstwagen auch nicht. Aus Gründen. Hervorragend. Sie haben alle Aufgaben makellos gemeistert. Sehr schön. Goldmedaille. Fast 200.000 Punkte, nicht schlecht. War es das mit der 2017er Kampagne? Jawohl, die Credits, haben wir es geschafft. Ja, 2017 hat es schon stellenweise wirklich in sich. Natürlich von der Einsatz,
Vielfalt fehlt so ein bisschen was. Klar, es ist, Emergency 2016, 2017 hatten einfach Themen sich genommen und haben dann alle möglichen Sachen, die denen eingefallen sind, einfach zu dem Thema reingeknallt. Ja, 2016 einfach die Pest, ja, eine Pandemie, eine Epidemie, so ein Scheiß, der sich da ausbreitet, wo man halt irgendwie gucken muss, dass es da nicht zu viele Verletzte gibt, zu viele Erkrankte und so weiter und so fort. Haben sich da alle möglichen Sachen einfallen lassen. 2017 war halt einfach Thema Terror, ja, war ganz gut getroffen, das Thema. Hatte man viele harte Einsätze damit, auch für die Polizei war mal viel zu tun, war schon ganz schön, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ja, wir schauen, oder ich gucke jetzt mal, was für Missionen dabei Emergency 20 dabei sind. Ja, das sind ja, glaube ich, die besten Missionen aus den ganzen Teilen irgendwie zusammengefasst. Ich werde mir das mal angucken und schaue dann mal, ob sich irgendwie die Missionen jetzt wiederholen oder nicht, oder ob das aus den alten Teilen auch Missionen sind, das werden wir dann sehen. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, gerne auch den Discord-Server beitreten und über eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich auch extrem freuen, weil es mich einfach sehr unterstützen würde und du hättest natürlich dadurch auch Vorteile. Ja, so, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.